einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute den 31. Dezember 2018 und befinden uns auf unserem Madeira-Urlaub. Heute besuchen wir den Ort Monte, der 550 Meter über Funchal liegt. Früher ein Ort, wo sich die Adligen gern aufgehalten hatten, so im 19. Jahrhundert. Nun kommt einfach mit und schaut es euch an. Wir besuchen jetzt die Wallfahrtskirche Nossa Senhora do Monte. Vorne am Hochaltar sieht man eine in Silber gefasste Marienstatue. Hier sieht man jetzt eine Marienstatue, die als wundertätig verehrt wird. Und zwar wird am 15. August in einer Prozession diese Statue durch die Straßen von Monte hochgebracht, dann in die Kirche. Hier in der Seitenkapelle sieht man das Grab von Kaiser Karl I., der hier auf Madeira seit 1918 im Exil lebte und an einer Lungenentzündung verstorben ist und hier in dieser Kirche begraben wurde. Ein Stückchen weiter von der Kirche ist der Einstieg zu der sogenannten Korbschlittenfahrt. Hier kann man sich in diesen Korbschlitten runterfahren lassen in den Ort. Die Strecke ist insgesamt so 2 Kilometer lang und man wird angeschoben von Männern, die die ganze Strecke mit runterlaufen. Das Ganze kam so im 19. Jahrhundert in Mode, da haben sich die Kaufleute runterfahren lassen zu ihren Kontoren in Funchal. Jetzt den Botanischen Garten Monte Palace und gucken uns an, ja, was hier alles so wächst. Verschiedene tropische Gewächse, einheimische Gewächse. Das Wetter ist nicht so toll, aber macht nichts. Wir können auch bei Regen uns alles angucken. So, ich befinde mich jetzt hier mitten im Regenwald, mehr oder weniger. So, und jetzt geht's erstmal durch einen kleinen Tunnel. Unterm Wasser hindurch. Da es jetzt ziemlich arg regnet, gehen wir jetzt zuerst mal in das Museum, in die Geheimnisse der Natur. Da gibt es ganz viele verschiedene Mineralien aus den unterschiedlichsten Ländern, aus Brasilien, aus Südafrika, Portugal, Sambia, Peru. Und das gucken wir uns jetzt an. Thank you.
Im 18. Jahrhundert erwarb der englische Konsul Charles Murray südlich von der Kirche von Monte ein Stückchen Land und gestaltete es zu einem wunderschönen Anwesen, das daraufhin Quinta do Prazer genannt wurde. Im Jahre 1897 übernahm dann Alfredo Guillermo Rodriguez dieses Grundstück und ließ, von seinen Reisen entlang der Burgen am Ufer des Rheins inspiriert, darauf ein palastartiges Gebäude errichten, das später zu dem Hotel namens Monte Palace Hotel wurde. Der ganze Garten erstreckt sich über eine Fläche von 70.000 Quadratmetern. Unser Gartenrundgang für heute ist beendet. Auch bei Regen ist es wirklich ein wunderschöner Garten. Könnt ihr euch gerne auch mal ansehen.